Hallo Leute, ich bin euer Picus LP und wir spielen Rollercoaster Tycoon 3. Das hier wird so ein kleines Tutorial-Video, weil meine Freundin schaut auch mein Let's Play und spielt selber auch Rollercoaster Tycoon 3 und hat mir ans Herz gelegt, dass ich doch bitte mal genauer erklären soll, wie man eine Achterbahn baut, weil das wohl nicht ganz so leicht ist. Und deswegen wird das hier einfach ein kleines Tutorial über Achterbahn bzw. darüber, wie man eine baut. Deshalb suche ich jetzt hier einfach mal irgendeine aus. Wir gucken mal hier gerade, ob es eine besonders spannende gibt. Wir nehmen hier einfach mal wir nehmen die Liegeachterbahn. So. Wir fangen natürlich einfach mit dem Bahnhof an. Der Bahnhof sollte immer so ein bisschen von dem Rest entfernt sein. Einfach aus dem Grund, dass man ja noch den Eingang und den Ausgang baut. Also ich empfehle meistens so am besten erstmal drei entfernt, also drei Zwischenräume. Einfach aus dem Grund, dass man ja etwas Platz für den Eingang braucht. Je nachdem, wie groß der Park ist natürlich. Also teilweise hast du einen Park, wo das einfach nicht machbar ist. Aber wir bauen jetzt erstmal hier so einen kleinen Weg. Man sollte natürlich eine etwas längere Strecke bauen als Bahnhof, da man ja doch öfter mal dazu geleitet ist, dass man entweder mehrere Wagen bauen möchte oder auch etwas längere. Und dafür brauchen wir natürlich auch einen längeren Start. Bei der Achterbahn können wir hier, ich habe jetzt schon angefangen, natürlich, ich mache nochmal kurz zurück, den Start einfach auf diese Kette drücken, damit dieser Lift aktiviert wird. Und eins hoch, ich weiß nicht, nee, gleich, hier sieht man das wieder, das wurde deaktiviert, gleich ganz hoch kann man nicht. Man kann aber hier auf die leichte Steigung drücken, dafür ist dieser Pfeil hier nach oben auf diesem kleinen Bergabschnitt hier. Einmal für die Ketten dort drauf drücken und immer schön hier auf das Bild drücken, damit man ein Bauteil baut. Jetzt können wir in dem Fall bei dieser Achterbahn nochmal einen etwas steileren Streckenabschnitt bauen mit dem Lift zusammen. Man sieht es daran, dass es ja immer noch nicht weggegangen ist, dieses Symbol, und dass hier unten auch diese, ja, wie soll ich sagen, diese Kette in der Mitte ist. Und damit können wir jetzt hier etwas hochbauen. Wir bauen einfach mal hier so ein paar Stückchen hoch. Und flachen es wieder langsam ab. Und meine Empfehlung dazu ist es hier jetzt immer, erstmal als erstes sofort ein Stück runter zu gehen. Aus dem Grund, dass die Achterbahn etwas Schwung bekommt und um die erste Kurve rumkommt. Wir können die Kurve bauen, wir können hier sogar schon die etwas größere bauen. Bei der großen weiß ich nicht, ob es bis zum Ende reicht, dieser kleine Schwung hier hinten. Deswegen bauen wir mal nur die kleine, damit wir jetzt mit dem ersten Drop, also mit dem ersten Fall nach unten anfangen können. Und den ersten Drop würde ich einfach, wie das im richtigen Freizeitpark ist, erstmal so richtig schön tief bauen. So. Wir können hier, dieses blaue Kästchen zeigt immer an, ob man in den Boden rein bauen würde. Das möchte ich nicht, also gehe ich nochmal eins zurück. Hier unten mit diesem, mit dieser Schaltfläche, wo hier dieser Mülleimer an dieser Bahnstrecke dran ist. Flacht es hier jetzt schon ab. Raus, wieder zurück, und hier rechts bei der Schaltfläche sehen wir verschiedene Sachen, die wir bauen können. Wir drücken da drauf, damit das schon so vorgefertigte Bauteile sind. Ich zoome mal hier eben so ein wenig ran. Wir haben hier zum Beispiel jetzt so eine Drehung. Da steht man auf dem Kopf, da musst du noch eine zweite bauen, damit du wieder, wieder ganz normal gerade bist. Wir können die Drehung genauso gut in die andere Seite ausführen. Wir haben hier eine große Schraube, womit das hier einmal so herumgewirbelt wird, sage ich mal. Wir haben hier eine große übergeneigte Kurve. Das ist halt eine Kurve, die dann schon direkt hier in die 90 Grad reingeht. Ist natürlich nicht zu empfehlen, wenn man nur hier den ersten Drop relativ niedrig hat, weil der Wagen dort einfach nicht hochkommt.
Und dann bleibt er hier unten hängen und es bringt dir gar nichts, weil dann keiner deine Achterbahn fahren kann. Und das wäre eigentlich schade. So, wir haben jetzt hier, können wir eine Halbschleife nach unten machen. Sehen wir jetzt relativ schlecht. Ich probiere das vielleicht nochmal, wenn wir weiter oben sind. Wir können hier eine kleine übergeneigte Kurve machen. Wie ihr seht, gibt es ja hier noch so verschiedene Größenordnungen dann jeweils. Wir haben hier die S-Kurven, die gehen einfach immer einen Block zur Seite jeweils. Das ist einfach praktisch, zum Beispiel, wenn man am Ende das noch fertig bauen möchte und um einen Block nicht, also um eine, wie heißt es, um eine Entfernung, sage ich mal, zur Seite nicht ankommt. Dafür sind die dann ganz gut geeignet. Und dann haben wir hier nochmal die kleineren Schrauben. Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier erstmal eine große Schraube ein, weil wir genug Platz haben. Wir können das hier natürlich beliebig weiterführen. Jedoch, wenn wir das nicht weiterführen wollen, also wenn wir hier nicht mehr die Schraube haben wollen, drücken wir wieder auf die gerade Strecke und haben hier jetzt wieder einen geraden Streckenabschnitt. Und können den zum Beispiel jetzt wieder hochgehen lassen, weil wir ja hier vorhin hier diese schöne Strecke nach unten hatten. Und können den hier 1 machen. Vorhin sind wir hier zwei solche langen Stücken runtergegangen. Jetzt gehen wir nur 1 wieder hoch, damit wir wissen, der Wagen kommt wieder hoch. Sonst wäre es ja wieder zu hoch. Also es kann später nicht mehr die Höhe von dem Anfangsdrop erreichen. Und es kann auch, also damit es nicht hängen bleibt, kann es auch nicht darüber sein, logischerweise, außer man baut wieder einen Aufzug rein. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir noch irgendwelche anderen Sachen bekommen. Nein, so bekommen wir keine Sachen. Dann baue ich jetzt erstmal wieder hier so ein kleines Stückchen runter. Und wo haben wir das? Wir haben ja hier vorhin genau die Halbschleife. Ja, da sehen wir immer noch nicht mehr. Ich baue mal hier nochmal einfach für die Testzwecke noch ein paar zurück und gucke nochmal, wie die Halbschleife aussieht. Die geht also einfach so runter, damit man so kopfüber ist. Jetzt kann ich aber nochmal dazu sagen, dass jeder Achterbahn, ich baue hier eben wieder das Stück, was ich jetzt wieder weggenommen hatte. Ich kann dazu sagen, dass jede Achterbahn hier verschiedene Dinge hat. Wir bauen jetzt hier einfach mal so ein bisschen nach unten rein. Und sollte das ja eigentlich nicht stören. Wir gucken hier. Wir können nochmal eine große Schraube machen. Wir können auch hier so eine große übergeneigte Kurve machen. Wir können auch eine kleine übergeneigte Kurve machen. Wir nehmen einfach mal eine kleine. Wir sehen, jetzt wurde hier überall der Abgrund, also der Boden so etwas abgesenkt. Das ist im Prinzip nicht schlimm, außer man sagt jetzt, nee, das gefällt mir vom Aussehen her nicht. Und da ist es natürlich ein bisschen doof. Ich gehe hier jetzt gerade wieder zurück, damit ich hier das exakt auf dieser Höhe habe. Und wir sehen, uns fehlt jetzt hier wirklich dieser eine Block und dann machen wir einfach hier eine S-Kurve zur Seite. Damit kommen wir ganz genau an der Stelle wieder an. Und das Wichtigste ist hier zum Ankommen, also hier, dass einfach alles genau passt, also sowohl die Höhe als auch die Seiten logischerweise. Wir haben hier nochmal die Möglichkeit, eine Kamera ranzubauen. Hier sind nochmal verschiedene Bremsen. Kann man natürlich benutzen, wenn man weiß, man wird hier zu schnell sein. Ich werde hier wahrscheinlich relativ schnell sein, deswegen kann ich sagen, ich baue hier nochmal eine Bremse ein. Nehme jetzt einfach mal die normale Bremse und sage, wir bremsen auf 7 Meter pro Sekunde runter. Baue sie hier ein. So, wir sind fertig mit der Bahn. Und wir haben hier vorne die Bremse, damit es langsamer ist. Wir können auch gleich nochmal die Achterbahn probieren. Wir können hier so verschiedene Ein- und Ausgänge wählen. Benutzen jetzt diese hier einfach. Bauen das Gegenstück, den Ausgang noch ran. Und bevor wir die Wege bauen, können wir natürlich auch als erstes die Bahn testen. Wir können erstmal von außen gucken, ob sie überall zügig und vernünftig durchläuft. Das kann ich natürlich für die Achterbahn auch nicht sagen. Ich kann nur einfach Vermutungen anstellen. Wie zum Beispiel, dass sie hier meiner Vermutung nach ohne Probleme durchläuft.
Aber man weiß es halt nicht. Jetzt fährt sie hier langsam rum. Fährt den ersten Dropdown durch, macht hier diesen schönen Wirbel, geht wieder nach oben, schafft es darüber gerade so. Und fährt hier nochmal durch. Ist hier relativ schnell und wird abgebremst und ist wieder hier in dem normalen Bereich. Jetzt fehlen natürlich hier noch die Schaltflächen, wie zum Beispiel der Weg, der hier an die Seite gestellt werden muss. Hier können wir noch verschiedene Wartewege bauen, also Warteschlangenwege. Ich benutze hier einfach mal den ganz normalen. Einfach zu Beispielzwecken. Ich mache den immer etwas länger, damit die die Wartenden hier keine Probleme haben und auf jeden Fall genug Platz ist, damit hier genug Leute warten können, weil das ist auch immer wichtig, dass die Leute genug Platz haben. Und für uns könnte es jetzt noch wichtig sein, wir können hier die Anzahl von den einzelnen Waggons einstellen. Wir können hier höchstens 9 Wagen pro Zug einstellen. Das bedeutet, alles hängt zusammen. Wir können aber genauso auch vielleicht 5 und 2, nee, 5 und 2 geht nicht, aber wir können, Moment, 4 und 2 logischerweise, dann sind wir insgesamt bei 8, nicht mal bei 9, können 2 Wagen draus machen, dass der Wagen schon mal fährt, während der andere noch beladen wird. Genau, dann fahren die hier durch. Wir können jetzt auch gerne mitfahren. Eine Runde. Sind hier oben jetzt bei dem ersten Wagen drin. Können mitfahren über diese Schaltfläche, wo ich eben drauf gedrückt habe. Fahren hier einmal durch. Hier haben wir wieder den Weg nach oben und es geht wieder runter und die Kurve zur Seite. Wie ich schon gesagt habe, jede Achterbahn hat ihre Eigenheiten. Es gibt Kinderachterbahnen, wo es nicht so Besonderheiten gibt. Es gibt andere Achterbahnen, wo es diese Besonderheiten gibt, wie hier mit den Schrauben und Drehungen. Die S-Kurven hat, soweit ich weiß, jede Achterbahn. Und genauso hat auch jede Achterbahn die Bremsen und die Fotoschienen, wo die Fotos gemacht werden. Genau, was ich jetzt nochmal ganz kurz zeigen mag, ist, wenn man jetzt hier zum Beispiel eine andere Achterbahn hat. Ich baue die mal eben hier so ran. Genau, jetzt haben wir hier den Weg. Haben jetzt hier von mir aus irgendwie den Weg nach oben gebaut. Hier sieht man, das ist eine Achterbahn, wo die Leute dran hängen. Also deswegen sind die hier auf dem Kopf. Wir können hier auch nochmal so hochgehen. So. Gehen runter. Gehen sofort wieder ein Stückchen runter. Wie ich das vorhin schon gesagt hatte. Gehen hier wieder zurück. Können einmal rumgehen. Und jetzt, was ich noch zeigen möchte, ist diese Schaltfläche hier. Die bringt den Computer dazu, dass er versucht, den restschnellsten Weg bis zum Endpunkt zu finden. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. So, und er hat jetzt einen Weg gefunden. Wie wir wieder zurückkommen, ist mit Sicherheit nicht der beste Weg und schönste Weg, aber es ist ein Weg, wie wir wieder zurückkommen. Jetzt können wir das, ich weiß gar nicht, wie ist es, genau, damit können wir das bauen. Wenn wir da drauf drücken, können hier wieder Stände bauen, können eine Testfahrt absolvieren. Das sollte man jedes Mal machen, wenn man eine Achterbahn gebaut hat, weil es natürlich auch sein kann, dass davon irgendwas kaputt geht, das nicht geht und dann sollten da keine Passagiere drin sitzen. Sonst gefährdet man nur noch mehr Menschen im Park. Und jetzt sieht man hier schon, man weiß nicht, ob es stehen bleibt. Nein, es kommt gerade so durch. Genau, und da fährt es jetzt runter, so. Und ist schon wieder am Startpunkt. Ist jetzt keine sonderlich aufregende Achterbahn. Aber ich wollte euch einfach nochmal die Möglichkeit zeigen, dass man das vom Computer aus beenden lassen kann. Hier, ich mache die Einsen immer weg. Ihr könnt das handhaben, wie ihr wollt. Hier kann man nochmal die Musik einstellen. Wir können vom Warteschlangenweg können wir hier die verschiedenen Farben einstellen. Ich mache jetzt hier mal irgendwas Verrücktes. So. Und wir können auch hier von der Achterbahn. Na, das ist vom Warteschlangenweg, richtig? Genau. Wege. Die Farbe für die Beleuchtung. Ich kann jetzt hier zum Beispiel so ein. Welche Farbe ist denn das? Das soll eigentlich für die Beleuchtung sein. Na toll, jetzt bin ich aus dem Spiel rausgeflogen. Ich gucke mal, ob ich wieder reinkomme.
Ich hoffe, für euch war das jetzt hier einfach nur ein schwarzer Bildschirm. Ich gucke mir das am Ende nochmal an. Wir waren hier bei der Beleuchtung, genau. Ich sehe da jetzt eigentlich nicht, dass sich da irgendwas verändert. Egal, jedenfalls haben wir hier hinten noch, damit können wir von den Schienen jeweils die Farben noch ändern. Wer das mag, kann hier gerne jetzt zum Beispiel so eine knallrote Achterbahn machen. Es ist immer ganz schön, um das einfach mal so ein bisschen sich auszuprobieren. Wir haben hier noch verschiedene Werte zu den Achterbahnen. Hier können wir einstellen, ob die Achterbahn, also die Waggons warten sollen, bis sie zum Beispiel voll sind oder ab einer bestimmten Zeit abfahren sollen. Wir lassen das einfach mal auf den normalen Einstellungen. Das kann jeder handhaben, wie er möchte. Machen auf grün, damit die Leute rein können. Und schon können die Leute hier ihren Spaß mit der Achterbahn haben. Ich hoffe, dass ich das jetzt soweit ganz gut erklären konnte. Wir haben jetzt hier fast 16 Minuten darüber geredet, wie man eine Achterbahn baut. Ich denke, da konnte das ganz gut erklärt werden. Ob ich es gemacht habe, weiß ich nicht. Ihr könnt ja einen Daumen nach oben da lassen, falls ich es gemacht habe. Das wäre einfach ganz schön, dass ich auch sehe, dass es euch weitergeholfen hat. Oder einfach einen Kommentar runterschreiben, was ich vielleicht nochmal erklären sollte. Kann ich euch natürlich jederzeit gerne helfen, falls ihr noch Ideen habt, was ich euch zeigen kann. Und das war's denn jetzt erstmal mit diesem Tutorial. Also ich hoffe, ihr schaltet auch bei dem normalen Let's Play dann weiterhin ein, oder ich hoffe, ihr macht das überhaupt. Dort zeige ich einfach den Karrieremodus des ja, Rollercoaster Tycoon 3 Teils und beschäftige mich da auch mit der ein oder anderen Attraktion etwas näher. Und ich hoffe einfach, dass ihr da auch einfach mal einschaltet. Jetzt habe ich hier viel drumherum geredet. Also, falls euch jetzt das Ende eh schon zu lang ist, seid ihr wahrscheinlich eh schon weg. Aber ich wünsche euch noch einen schönen Tag und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ciao.